Ja, hallo und herzlich willkommen zum Schukov-Update bei Heroes and Generals. In diesem Update hat sich einiges getan. Zum einen gibt es neue Waffen, die euch zur Verfügung stehen. Da könnt ihr dann in der Waffenkammer entsprechend schauen, welche das sind. Beispielsweise ist das für die Sowjets ein Revolver. Gucken gerade mal. Kampfwaffen der M1895 steht euch jetzt zur Verfügung. Und was ich noch viel interessanter finde, ist, dass es jetzt für einige Panzerfahrzeuge Tarndrucke gibt. Leider noch nicht für alle Modelle und auch derzeit lediglich für die leichten Panzer, mittlere, schwere und Jagdpanzer stehen noch aus. Da hoffe ich aber mal, dass hier noch was kommt. Beispielsweise kann ich euch hier mal vom T38 zeigen. Wenn ihr auf entsprechend hier die Standardtarnung geht, ihr seht, bei den anderen ist diese deaktiviert. Könnt ihr draufklicken, dann seht ihr einmal das Fabric Design und dann entsprechend das Tarnmuster, das euch zur Verfügung steht. Für alle drei Fraktionen gibt es derzeit lediglich ein Tarnmuster, das ihr entweder für 150.000 Credits oder für 600 Gold erwerben könnt. Leider auch nicht für alle leichten Panzer. Ich zeige euch das bei den Amerikanern auch nochmal. Wir mal hier drauf. Hier haben wir Schwarz-Oliv-Tarndruck. Den könnt ihr einsetzen für den Chaffee, dann für den M2A2, für den Stuart leider nicht. Und auf deutscher Seite seht ihr, gibt es für den Panzerkampfwagen 1 Ausführung A das Hinterhalttarnmuster, ebenfalls 600 Gold. Also das ist der Preis ist bei allen identisch. Genau, leider nicht für den Panzerkampfwagen 38. Zu der Ausführung C kann ich hier leider noch nichts sagen, die habe ich mir nicht geholt. Aber es gibt auf deutscher Seite einen neuen Panzerkampfwagen 2, nämlich die Ausführung L. Das ist der Lux, der als Spähpanzer wunderbar eingesetzt werden kann und halt gegen leichte Panzer und Infanterie. Zu beachten ist, er hat lediglich eine 20 mm Kanone, KWK 38, im Gegensatz hier zur Ausführung C, die die KWK 30 nur hat. Dennoch, gegen einen Chaffee anzutreten, ist nicht ganz so einfach. Ihr müsst den Chaffee dann schon entsprechend seitlich oder von hinten treffen. Munition steht euch am Anfang, bis ihr den entsprechenden Rang erreicht habt, nur die 20 mm Panzergranate 39 zur Verfügung. Damit könnt ihr 20 mm starke Panzerung auf einer Distanz von 100 Metern entsprechend durchschlagen. Bei der Hartkerngranate sind es dann 500 Meter und die High Explosive gegen Infanterie. Ihr seht, freigeschaltet wird die Hartkern mit Panzer 2L Spezialist Rang 5 und die High Explosive mit Rang 9. Also ihr müsst schon eine Weile spielen. Das gleiche gilt hier entsprechend für die Munitionspanzer und Sanitätsnachschubkisten. Rang 4, 1 bzw. 8. Und Tarndruck, wie gesagt, könnt ihr erwerben. Ich möchte euch jetzt einmal den Lux in Aktion zeigen mit dem entsprechenden Tarnmuster. Gehen wir mal auf einen inszenierten Kampf. Hier darauf achten, dass alles andere deaktiviert ist, das passt. Und dann schauen wir mal. Also, wie gesagt,
Gegen Cheffis und ähnliches ist das mit dem Lux relativ schwierig. Denn so mit zwei Schuss ungefähr zerlegt euch so ein Cheffi. Deswegen werden wir jetzt mal sehen, wie erfolgreich der Einsatz ist. Andernfalls empfehle ich euch, schwenkt dann um auf den Panzerkampfwagen 38, der die stärkere Bordkanone hat. Na, wir haben schon wieder ein Dorfscharmützel. Okay, gut, dann schauen wir mal. Im Moment sieht es für uns noch ganz gut aus. Wir haben zwei Punkte. Einen Punkt. Gut, hier seht ihr den Fluss. Ja, aus der.
Ja, Cheffis wären euch sehr gefährlich.
dabei. Können wir 4 Sterne geben. Optionsnachschubkiste freigeschaltet. Können wir die auch gleich ausstatten. Gut, also, ihr seht, der Panzerkampfwagen 2L, vor allem gut gegen Infanterie, leicht gepanzerte Fahrzeuge, aber gegen Chaffee beispielsweise oder einen Stuart, es ist schon relativ schwer. Das habt ihr gerade gesehen, gerade am Anfang habt ihr noch nicht die durchschlagende Munition, dementsprechend haben wir natürlich immer das Problem, dass die Panzerung zu stark ist. Der Panzerkampfwagen 2L ist klein und wendig. Das ist sein Vorteil. Ihr könnt ihn halt auch gut als Spähfahrzeug einsetzen oder um andere Panzer zu markieren. Falls in eurer Gruppe stärkere Verbände vorhanden sind. Sprich beispielsweise den Panzerkampfwagen 38. Okay, schauen wir uns noch einmal den Chaffee mit dem Tarndruck an. Dazu werde ich jetzt einmal wechseln. Was ich natürlich noch machen muss, anderen Fahrzeuge rausnehmen, damit wir nicht doch irgendeinen anderen bekommen. So, okay, Chaffee ist aktiviert. Inszenierter Kampf, Panzerbesatzung passt und los geht's. Und dann gucken wir mal, 18 Sekunden. Aus meinen anderen Let's Plays kennt ihr den Chaffee ja schon. Der ist halt auch sehr schnell. Hat den Vorteil einer recht starken Bordkanone. Ist also vielen anderen leichten Panzern anderer Fraktionen überlegen. Und jetzt haben wir dann noch schön unser Tarnmuster. Mal gucken, ob uns das auch weiterhilft. 30 Sekunden noch, dann startet der Kampf. Also, ihr seht jetzt schon mal den Unterschied nach meinen Schuss. 2 Schuss gegen
Ja, hier seht ihr die Amerikaner, gerade was auch gleich um Panzer geht. Die Deutschen überlegen. Thank you.
Spiel haben wir jetzt gleich verloren. Gut, also ihr seht, an sich im Gegensatz zum Panzer 2L ist der Scheffi doch noch effektiver. Zumindest gegen andere leichte Panzer. Dann bedanke ich mich bei euch zunächst mal fürs Reinschalten. Im Moment gibt es auch ein Gold-Weihnachtsbonus. Das seht ihr hier. Fünffach Gold, also 20 Goldstücke für den ersten Kampf des Tages. Nutzt es aus. Und ja, ich habe euch hier hoffentlich jetzt zunächst mal von den Amerikanern und den Deutschen die Tarnmuster zeigen können. Bei den Sowjets bisher noch nicht, weil die Panzer, die ich habe, verfügen leider nicht über den Tarndruck. Es wird irgendwann nochmal ein Infanterieteil geben, bei dem ich euch dann entsprechend auch Waffen vorstelle. Fallschirmjäger hatten wir ja. Zumindest die amerikanischen. Da habe ich euch das leichte M1 gezeigt. Dann bedanke ich mich erstmal fürs Reinschalten und ich hoffe, ihr bleibt mir treu und schaut euch meine Videos an, teilt sie fleißig, damit wir mehr Abonnenten kriegen. Bis zum nächsten Mal.